Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Indodom, zu einem neuen Part. Ja, von was wohl? Von Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Weiter geht's hier auf der Siegesstraße. Wir hauen das jetzt hier durch, wir ziehen das durch. Wir haben jetzt hier nur noch die Siegesstraße und den Top 4. Und dann eventuell noch den Mewtwo-Kampf, das Mewtwo-Fangen. Also, auf geht's! Auf die Siegestraße. Das Rätsel haben wir schon gelöst. Jo. So sieht's aus. Wir haben hier was zu erledigen. Die Siegestraße zu durchqueren. Sehr schön umgesetzt, sehr schön erneuert. Kommt man an diese Items überhaupt nicht dran oder? Oder wie sieht das aus? Also ich kann hier rechts und links nicht dran vorbei. Können wir das von hier aus? Also Pokebälle haben wir jetzt wieder mit dabei. Damit wir nicht den Meisterball einsetzen müssen, um... Ach, an das Item kommen wir ran. Okay. Blattstein. Also Pokebälle haben wir dabei, damit wir nicht den Meisterball auf ein Giovatz schmeißen müssen. Und dann auch noch ein paar... Ja, genau hier. Den Meisterball, den wollen wir jetzt nicht verschwenden. Und ich spiele mit dem rechten Joy-Con, weil der linke alle ist. Ja, so sieht's aus. Und der ist ein bisschen, der spielt ein bisschen verrückt, mein rechter Joy-Con. Und macht ab und zu mal Probleme. Lasst euch davon nicht beirren. Ich versuche mich auch davon nicht zu beirren zu lassen. Georg. Okay, haben wir wohl schon eins gefangen. Die sind aber auch recht breit. Da lässt sich nicht so leicht herumlaufen, so ein Georg. So. Oh, okay, die haben wir nicht besiegt. Stimmt, da sind wir im letzten Part K.O. gegangen. So, das Team ist geheilt. Das kann jetzt angreifen. Das kann jetzt besiegen. Auf geht's. Hoppala. Bartkatz. So ein Kangama. Haben wir die wirklich schon besiegt? Haben wir die wirklich schon gekämpft? Scheinbar ja. Ein Donnerblitz. Na komm. Mach's an. Zapdos. Zeig, was du kannst. Zeig, was du drauf hast. Wutanfall. Ist ein Kangama drauf, nicht Zapdos. Wutanfall kommt von Kangama. So, ja, blöderweise haben wir die Agilität und Lichtschild. Das sind jetzt nicht die effektivsten Attacken. Effektivik, was man heißt. Ja, ist klar. Effektivik. Zwerge öffnet neue Worte. So muss das doch. So, jetzt kriegt doch mal das Kangama alle. Zapdos, was ist los mit dir? Du wirst doch hier wohl nicht an einem einfachen Kangama scheitern. Rion hat sich schon besiegt, ich weiß. Aber komm. Ich kämpfe weiter mit Zapdos. Der Rest des Teams ist auch noch heiler. Ja gut. Versuchen wir es weit wir können. So, wir kommen. Und dann lässt sich Zapdos vielleicht ein wenig trainieren. Dieser Flow ist paralysiert, das ist praktisch, das ist gut. Immer Bohrschnabel, na komm, vielleicht bringt das mehr als Elektroattacke. Ja, es bringt mehr. Und wie? Und wie es was bringt. Hervorragend. So. Na komm, wir wollen uns jetzt nicht zu lange an diesem einen Trainer aufhalten. Wir wollen weiter durch die Siegesstraße. Voran wollen wir kommen. Voran. Prof erreicht Level 39, Diktrik erreicht Level 46, Zapdos noch nicht, Kit erreicht Level 45, hier erreicht wieder ein neues Level. Verloren!
winnst 4.800 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen die Trainerin, die erste Trainerin auf der Siegestraße hervor. Du hast 5 Hyperbälle. Großartig. So, ja, mal, hier können wir den Weg frei machen. Da geht's zurück. Ja, richtig, da geht's zurück. Links resettet sich der Stein, soweit ich weiß. Wo wir aus der Höhle rausgehen. Das Macholo, Machomai, Machok. Ja, gut, das fangen wir uns. Das ist uns in den Weg gelaufen. Na komm. Immer gleich wieder die 5 Bälle verklempert, die wir geschenkt bekommen haben. In dem Kampf, weil sie Gewinn bekommen haben. So, ist ja egal. Na komm. Du wirst wohl treffen. Triff. Und wir haben nicht so viele Bälle mit dabei. Wir müssen da schon ein bisschen aufpassen. Na komm, bleib drin. Nice. Maschok gefangen. Ihr Pokédex-Eintrag? Jo, ein neuer Pokédex-Eintrag. Für Maschok wurde ein Eintrag eingelegt. Der Gürtel an seiner Hüfte dient dazu, seine Kraft zu begrenzen. Ohne ihn wäre Maschok nichts zu bändigen. Der kann bestimmt Gebirge versetzen. Ganze Gebirge kann er versetzen. Das ist doch bei Gesteins-Pokémon und Pokémon immer so. Da gibt es doch mal in den Pokédex-Einträgen ganz seltsame Sachen. Mit seinem rechten Arm, nee, mit seinem linken Arm und am besten mit seinem Finger. Mit einem Finger kann Machomai ganze Gebirge versetzen. Solche wahnsinnigen Behauptungen über Pokémon. Da werden wir vielleicht auch noch einen kleinen Part zu machen. Und am Schluss nochmal nach der Gefühl, nach der Ruhmeshalle, nochmal den Pokédex mal durchlesen. Von allen Pokémon, die wir gefangen haben. Mal schauen. Kannst ihn nicht schieben. Ach so, das ist ein Stein im Weg oder was? So, einen kleinen Stein haben wir hier. Da hat sich ein Onix versteckt. Hinter dem Felsen. Na gut, Onix ist jetzt nicht zu klein. Den kann man schon. Den kann man nicht so leicht übersehen. Na komm, dich fangen wir dir. Dich fange ich mir. Dich kaufe ich mir. Onix, bleib drin. Nice. Gibt keinen neuen Eintrag. Ich hatte bestimmt schon einen Onix. Ich bin mir da nicht sicher, aber. Ja, relativ. Relativ sicher bin ich mir da. Ja. Da sind wir doch, glaube ich, sogar schon auf einem dritten. In einer anderen Höhle. Und ja, gut, das habe ich versaut. Das war jetzt schlecht. Hier mal das Ganze zurücksetzen. So. Wow, ein Zubat. Weg da, weg mit dir. So, hier so lang. Dann zack. Und weiter. Zack. Klick. Da geht die Schranke weg. Da bewegt sich der Fels. So, dem Zubat ausweichen. Das müssen wir hier, glaube ich, noch verschieben. Das brauchen wir da hinten. Das wäre da hinten ganz nützlich. So, bis zum Fels ran. Und weiter. Trainer? Ja, verdammt. Den müssen wir wohl noch bekämpfen. Du möchtest also die Top 4 herausfordern, stimmt's? Allerdings, also ich will es zumindest versuchen. Also, den Versuch wird es wert sein. Ich hoffe nicht, dass es so wie ein Pokémon geht endet. Ich wiederhole es immer wieder. Ich sag's immer wieder. Ja. Ich hoffe, mein Team ist doch irgendwie halbwegs akzeptabel. Halbwegs passabel. Ansonsten habe ich schon einige Pokémon auf der Box, die halbwegs trainiert sind. Müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Ich hoffe, mein Evoli hält ein bisschen was aus. Steckt ein bisschen was ein. Kriegt da Top 4 ein bisschen besiegt. Also Zapdos macht mir jetzt keine so große Hoffnung. Hat bisher noch nicht so viel geleistet.
Ach, das alte Spiel wieder. Kennen wir. Das Einwechselroulette. So, Ewigkeiten später. Ja, ich werde nachher meinen Joy-Con aufladen. Ich will den alten wieder haben. Also den nicht den alten, den linken Joy-Con. Spielt halt mit dem rechten. Der linke Joy-Con hat nicht so eine Macke. Das habe ich tatsächlich entdeckt. Relativ spät, aber ich habe es noch nicht entdeckt. So, Pokémon besiegt. Und da kommt das zweite Pokémon des Trainers. Level 42. Eine magische Zahl. So, Lamus. Na komm. Den Namen sagt, werden wir doch wohl noch besiegen. Na komm, Erdbeben. Bebe, du Erde. Erdbebe. Das war ein schlechtes Wortspiel. Wasser-Pokémon. Wasser hat bestimmt. Ja, Lamus ist ein Wasser-Pokémon. Ja gut, das hatte ich gerade nicht. Das hatte ich nicht vielleicht gerade im Kopf. Das war mir nicht so doll bewusst. Aber ich versuche es trotzdem mit Schaufler. Na komm. Verfehlt und mach's alle. Ich sagte, mach's alle. Was war denn daran jetzt so schwer zu verstehen? Los, Dietri. Du kriegst das hin. Du hast noch ein paar KP. Schlag zu, mach's alle. Nochmal Schaufler. Dann haben wir's. Attacke. So, Lamus besiegt. Das hätten wir. Hervorragend. Du findest 1800 Pokémon-Dollar und gehst dich gleich aus dem Kampf gegen den zweiten Trainer der Siegestraße hervor. 3 Pokémon habe ich erhalten. Und weiter geht's. Immer weiter auf der Himmelsleiter. So, hier mal vorbeischleichen. Da ist noch ein Tor, was wir befreien müssen. Okay, der Fels ist ganz woanders. Müssen wir erst herschieben. Okay. Das Maschauke kommt nicht zu uns. Und wir kommen auch nicht zu ihm. Da muss schon eins gefangen. Zubat. Weg da. Böse Zubat. Zubat brauchen wir nicht. Wo ist denn der Fels hier, den wir verschieben müssen? Ganz am anderen Ende der Siegestraße. Top-Genesung. So, um den Trainer herum. Oha, zum Glück ist Zapdos schon besiegt. Das ist doch glatt ein Rihorn. Oha, ja, vielleicht können wir irgendwie. Vielleicht. Hier sind aber viele Pokémon. Joruf. Hier gibt es leider keinen Felsen. Müssen wir vielleicht von oben runter schubsen. Das könnte ich mir vorstellen. Dich hier vielleicht. Nee, das war Fehlanzeige. So. Ja, die Trainer sind zwar gut fürs Training, aber ja. Nein! Ich wollte gerade sagen, ich versuche sie weitestgehend zu umgehen. Tja. Das war ein Versuch wert. Dann kämpfen wir hier gegen Sichlor. Und gegen das zweite Pokémon des nächsten Trainers, des dritten Trainers. Siegestraße. Na komm. Kämpf. Kämpf auf. Mega-Entwicklung. Und Geowurf. Na komm, mach es alle, dass sich lohnt. Na, Attacke. Achso, das war die Mega-Entwicklung. Na ja, gut.
Ja, gut, Aquaknarre. Na komm, na komm, na komm. So, Finsteraura, versuchen wir es damit. Ja, so viel dazu. Sichtung vielleicht eher setzen wir einen Pokémon ein. Versuchen wir es zumindest. So, Glurak, du kriegst es vielleicht hin. Na komm. Attacke. Los geht's. Feuersturm. Warum nicht? Mach's alle mit all deiner Kraft. Stürme, du Feuer. So. Na komm. Knogger. Wir kämpfen weiter. Attacke. Das Knogger besiegen. Mit Drachenhut, was machst du mal damit? Na komm, bitte. Das war eher schlecht als recht. Wir haben, glaube ich, einen Alola-Knogger. Das haben wir irgendwo mal getauscht. Vielleicht könnten wir das noch mit ins Team nehmen. Falls das hier nicht funktioniert mit, ja, mit Glurak und so weiter. Glurak zum Beispiel, dass der sich Natur 4 beweist. Ich weiß es nicht. Also, ja, Alola Knogger, der hat's auch drauf. Der hat auch Feuerattacken, soweit ich weiß. Könnte man als Alternative nehmen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Die Box ist voll, da gibt's auch gute Pokémon drauf. Zur Not stellen wir unser Team nochmal neu zusammen. Ach so, ja, jetzt sind wir siegreich gegen den vierten oder den dritten. Ja, den dritten Trainer. Die Siegestraße hervorgegangen aus dem Kampf gegen den vierten Trainer. Na komm, voran. Der Joy-Con wehrt sich. Noch ein Trainer. Ach du Schande, ich will nicht mehr. Das Team, das sieht sehr geschwächt aus. Ich will jetzt nicht alle Beleber und Items verschwenden. Die bräuchten wir alle für die Top 4. Außerdem fällt es mir hier mit dem Controller ein bisschen schwerer. Ein Tri wird keine Wirkung zeigen. Achso, der hat noch ein paar KP. Ja gut, das habe ich jetzt gleich übersehen. So, zumindest mal die Überlebenden aufheilen. Kit. So, auf geht's. Oh, lässt uns sogar durch. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, schubst den Stein durch die Gegend. Wo muss der überhaupt hin? Hier nicht hin. Aha, gehen wir den dann dort rein. Hier um die Ecke. Ich glaube, da hatten wir den. Hätten wir den ein bisschen anders schubsen müssen. Ein bisschen anders hätten wir den schubsen müssen, oder? Nee. Es ist mir ein Rätsel, was der Herr zu suchen hat. Ein Blizzard. Das ist eine gute Attacke. Für Arktos vielleicht. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich Zapdos gegen Arktos wieder tausche. Ob ich den Zapdos gebrauchen kann. Der hat sich verkrümmelt, der Maschok. Schubst den Stein jetzt hier quer durch die Höhle. Badatz. Badatz. Und schubs. Und schubs. Knall. Boom, bang.
scheint für mich hier einen Sinn zu haben. Irgendwo hier drüben würde gebraucht werden. Oder nicht? Hier waren wir schon, hier ist Sackgasse. Hier unten irgendwo hin. Da ist ein Zubat. Ich schub's den erstmal nach unten. Den Georg. Oh, auf den ersten Treffer. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Das kommt aber plötzlich. Das wäre jetzt noch schöner gewesen, wenn er drin geblieben wäre. Ich treffe ja gerade sehr gut. Das ist ja unglaublich. Na komm, bleib drin. Verdammt. Meine guten Dinge sind drei. Einfach fabelhaft. Das beschreibt es Ding gut. Bleib drin. Sehr nice. Ein neues Pokémon, Georg, gefangen. Wir fangen hier auf Masse. Nicht nach Sinn. Es bringt Levels. Oh. Bildtree bekommt auch gleich neues. Ein neues Level. Soll ich mal weiter schubsen? Ich glaube, ein Schutz-Item wäre hier nützlicher. Ja. Verdammtes Zubat. Haben wir davon schon eins gefangen? Könnte sein. Wenn nicht, dann fang ich hier nochmal eins. Vielleicht haben wir Zubats und Gölbats bisher sogar aus dem Weg gegangen. Vielleicht haben wir das so gelassen. Das könnte sein. Das würden wir ähnlich sehen. So, neues Level für Dickdreh. Das ist gut. Nein, wir haben tatsächlich schon mal eins gefangen. So. Ich schubse hier Steine durch den Weg. Ich weiß nicht, ob das was bringt, ob ich das hier irgendwo brauche. Ich schaue mich mal um. Macht hier irgendwo Sinn? Nee, nicht so direkt. Tja, da hochschubsen kann ich... Ah, verdammt. Jetzt bin ich da reingerannt in den Trainerkampf. Da hochschubsen kann ich den Stein nicht. Da bringt er mir nichts. Wozu existiert dieser Stein? Das ist die große Frage. Manche Steine existieren vielleicht einfach nur, um schön auszusehen. Die müssen wir vielleicht dort um die Ecke weiter. Achso, OP beim Kampf. Dragonier. Das ist auch ein seltenes Pokémon. Das fängt man nicht so einfach nur im Gras. Das gibt es relativ selten. Und wie ich gehört habe, hier nur auf einer Route vom Kraftwerk. Angeblich dort. Ich habe es nicht bewusst danach gesucht. Aber es ist wohl ein sehr seltenes Pokémon. Pokémon Go-Spieler würden sagen, ist gar nicht selten, das findet man oft. Tja, Pokémon Go haben wir uns da schon mal drüber unterhalten. Das ist, ja, Pokémon Go. Pokémon Go gehört nicht den Pokémon, in die Pokémon-Region. Generation Rassismus, genau. Das sind teilweise wirklich seltsame Seltenheiten von den Pokémon. Ich will es nicht. Meine Familie spielt noch Pokémon Go. Ich weiß nicht, spielt das überhaupt noch irgendjemand? Spielt überhaupt heute noch jemand Pokémon Go? Das ist ja schon lange aus dem Trend raus. Also. Mein Vater und meine Schwester, die spielen Pokémon Go. Grüße an dieser Stelle. Halte ich recht wenig von diesem Spiel. Ich spiele lieber die Generation. Die richtigen Pokémon-Spieler. Die richtigen. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Die nächsten Pokémon Schwert und Schild. Hey, Let's Go Evoli kann man sich jetzt streiten. Ob das jetzt ein richtiges Pokémon-Spiel ist, ist ein Remake, also ist jetzt nicht Hauptgenerationsklasse, aber es gehört irgendwie indirekt zur siebten Generation, irgendwie auch zur ersten Generation. Ja, ich meine eigentlich die richtigen Spiele, also die Pokémon Rot, Pokémon Blau.
Pokémon Gold, Pokémon Silber. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich die richtig aufgezählt kriege. Pokémon Rubin, Pokémon Saphir. Das war die dritte. Gefehlt ist Pokémon Diamant und Platin. Diamant und Pearl und Platin. Ja, Platin dann mal wieder nicht. Oh, das ist eigentlich eine Spezialedition. Pokémon Weiß und Schwarz. Pokémon Weiß 2, Pokémon Schwarz 2. XY. Sonne und Mond. Ja, Ultra Sonne und Ultra Mond ist sowieso, also das ist, ja, aberkannt. Pokémon Weiß und Schwarz eigentlich auch, aber ja, vor allem Ultra Sonne und Ultra Mond. Und jetzt Schwert und Schild. Let's go, Evoli sind da ja, sind da leider auch nur Zwischendinger. Sind es nur. Das sind nur Special Editionen, Remakes und Zusatzgenerationen. Da gibt es dann natürlich Pokémon Gelb, Pokémon. Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken, damit ich die richtigen nenne. Pokémon zweite, dritte Generation habe ich nicht so drin. Erst ab vierte ist die erste natürlich. Erste und vierte ist da bei mir drin. Und Pokémon Smaragd müsste es da geben und Pokémon Kristall. Dann gibt es die Remakes zu der Pokémon, also Pokémon Heart Gold und Soul Silver. Dann gibt es Omega Rubin und Alpha Saphir. Dann Pokémon Let's Go Evoli, Pokémon Pikachu, Let's Go Pikachu. Zur ersten Generation die Remakes. Und dann ja. Platin, Pokémon Platin. Pokémon, ja, Weiß 2, Weiß. Weiß 2, Schwarz 2, das sind auch Special Editionen zu Weiß 1 und Weiß 2. Die müssten eigentlich die richtigen sein, also. Ja. Sind eigentlich die besseren. Also Pokémon Weiß 2 und Weiß und Schwarz 2 sind die besseren. Und ja, Ultramond Pokémon, Ultrasonne. Ja, da haben wir glaube ich alle aufgezählt. Die ganzen Generationen durchgegangen. Und mein Team ist massiv geschwächt. Kommen wir so durch die Pokémon-Liga nicht, aber durch die Siegestraße. Dann werden wir mal schauen, wie weit wir hier kommen. Die kann man nicht aus dem Weg drängen. Ja, das hat uns jetzt nur ein Item genutzt. Ach Mann, der Controller spielt wieder verrückt. Zapdos ist neugierig. Top-Trank. Der nützt wirklich was. Zapdos. Nicht Zapdos, Zubat. Kann man mal verwechseln. So, Int kommt. Ach, hier ist jetzt wieder so ein Tor. Ja gut, das, da geht's dann weiter. Bloß jetzt brauchen wir halt die Schalter, wo wir das Ding draufstellen können. Da sehe ich hier gar keinen im Moment. Lal. Reden fällt mir auch mal schwerer. Schauen wir mal, dass wir hier rauskommen. Hier ist noch ein Schalterrätsel. Aber kein Ding mehr. Denn wir könnten das hier durchspielen. Ah, Zubats nerven. Weg mit euch. Rote ab. Ich muss das Ding jetzt hier wieder rüberschieben oder was? Zubats, Grumpf. Da verschwende ich keinen Pokéball mehr. Schon gar keinen Hyperball. Hier runter, hier wieder hoch. Da steht er wieder. Aber wie denn? Wie soll ich das denn hier um die Ecke bringen? Das ist doch hier. Dann müsste es doch so stehen. So, in die Richtung. Ah, okay. Das ist vielleicht das Rätsels Lösung. Na komm, hier durch. Schieben wir dich mal auf den Schalter. Ja, so geht das. Haben wir es umsonst durch die ganze Map geschoben. So, zack, gleich haben wir es. Da macht es gleich Klick. Klick. Und der Weg ist frei.
Der Weg ist nicht mehr versperrt. Da geht es weiter. Hervorragend. Kommen wir hier auch mal voran. Ich weiß nicht, was diese Dame dort macht. In der Uniform. Die Polizistin. Gegen uns kämpfen nicht. Eigentlich hätten wir ihr dann gemusst. Gut, dass wir sie schon besiegt haben. Dann hier um die Ecke. Golbert. Aus dem Weg, Golbert. Oh, Trainer. Item. 5 goldene Nanabären. Okay. Verdammt. Gut, da sind wir in die Falle geraten. Kampf. Gut, den Kampf noch bestehen. Dann haben wir den Part, glaube ich, abgeschlossen. 3 Pokémon, verdammt. Das ist, glaube ich, nur noch Evoli, die hier den Kampf bestehen kann. Wir sollten das Team mal heilen. Das ist jetzt notwendig. Oder ist das schon geheilt? Nein, Kurak ist nur noch. Oh wei. Ich bräuchte mal einen Beleber. Einen Top-Trank. Beleber einsetzen auf Blacky. Ja, das ist jetzt das Wichtigste. Die kann am besten hier kämpfen. Psychokinese. Halt durch. Halt ein bisschen durch. Du musst jetzt so lange durchhalten, dass Evoli zumindest geheilt ist. Zumindest so lange. Hypertrank. Na komm. Sei wieder fit, Blacky. Ich brauche dich für den Kampf. Das Rosanna, das werden wir wohl noch besiegen können. So. Ja, Kit hätte vielleicht auch Arbeit leisten können hier im Kampf, aber ich nutze die Zeit, um mein Team zu heilen. Was denn? Jetzt habe ich einen Beleber verschenkt. Sehr gut. So geht es natürlich auch. Ein Beleber verschenken, bis man keine mehr hat. Marmoria Cracker, bringen die irgendwas? So. Haben wir eine Runde verschenkt. Die hat sich wiederholt. Elfstrahl. Na gut, mach's, geht alle. Los, Evoli. Jetzt hätten wir Diktri schon im Leben gehabt. Das wäre schon was gewesen. Na gut. Zumindest ist der Kampf fähig. Los, Evoli. Kämpfe. Wir kämpfen bis zum letzten Atemzug und bis zum letzten Mann. Let's go. Flackerband. Verbrenne es. Verbrenne das Rosanna. Kaputt. Alkali. Weiterkämpfen. Alles klar. An den Feuer-Pokémon. Da sollten wir jetzt vielleicht nicht mit Flackerband kommen. Risikodecke. Na komm. Lass es wirken. Ja. Akzeptabel. Ein Warnruf war erfolgreich. Hervorragend. Und nochmal Risikodecke. Risikodecke. Ja, Wieso. Risikodecke. Der Attack auf Wieso. Boah, ich bin halt auch drauf. Also nicht drauf in dem Sinne. Ihr wisst Bescheid. Auf flachen Witzen bin ich drauf. Gulbert. Weiterkämpfen, Pokémon wechseln, das wird jetzt nichts mehr. So, letztes Pokémon. Das Gulbert, das wurde wohl noch besiegt. Das ist nicht das Hindernis. Ein harmloses Gulbert. Verbrannt. So muss das sein. Ich gehe schon Level 50. Na, hervorragend. Das ist ein Level, mit dem man arbeiten kann. Na, das muss nicht unbedingt was heißen, aber ja, es ist schon mal ein Level. Ein hohes Level ist schon was wert. Der Zapdos heißt das auch nichts. Der hat halt einfach keine guten Attacken. Aber ja. So. Wie wäre es dann mit Glitzersturm? Den Ganzen mit Glitzer ein Ende bereiten. Zu Tode geglitzert. Ich sagte zu Tode geglitzert. Und das Ding lebt noch. Das Ding greift noch an. Und Becky wurde besiegt. Ausschande. Na komm, das wird doch jetzt nicht so enden. Na komm. Mach's tot. Verbrennung. Dietri lebt noch. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia.
gibt doch noch eins, was du einwechseln kannst. Na komm, Tiptri. Aber den Kampf mach's alle. Das Göbert. Noch ein Schuss, dann ist Schluss. Erdbeben macht natürlich keine Wirkung. Ja, was soll's. Verhauptung hat geschadet. Göbert besiegt. Trainer besiegt. So soll es sein. Das ist bitter. Du gewinnst 4800 Pokémon und dann geht Siegreich aus dem Kampf gegen die nächste Trainerin der Siegestraße hervor. Da haben wir einige Trainer heute in diesem Part besiegt. Jo, hier noch einen Stein runterschubsen zum Schluss. Und dann geht's weiter im nächsten Part. Bei Pokémon Let's Go wo die auf der Siegestraße. So, den mal hier rüberschubsen. Können wir den Stein noch irgendwo für gebrauchen? Wir schieben ihn mal rüber. Dann haben wir den hier rüber geschoben. So. Und ich hopp's mal runter. Ja, durch mich nach oben soll es euch gefallen haben. Hier ist eine weitere Schranke. Sollte euch dieser Part gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und den nächsten Part nicht verpassen wollt, den gibt's gleich morgen für euch. Ah, hier ist der Schalter. Ja. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich hier in der Siegestraße. Im nächsten Part wieder. Ich schiebe jetzt aber hier nur den Stein noch zu Ende. Das mache ich. Das schnell weg hier von den Geowatts. Den Stein will ich jetzt noch haben. Das will ich noch sehen. Haut drinne. Tschüss gesagt habe ich schon. Es dauert jetzt hier ein kleines bisschen. Und man will auch vorankommen. Den Trainerkampf dort drüben machen wir dann zum Schluss. Machen wir dann im nächsten Part. Nicht zum Schluss. Verschwinde Zubat. Ich will gerne sehen. Es befolgt meine Anweisung, das Zubat. Ich bin stolz. Klick.